Was denn? Das könnte aber sein lassen. Ich dachte, wir sind so ein F11 hier, sowas hier. Komm. Weißt du, was vor allem geil ist? Ja. Hinter uns sind Wölfe. Wie gesagt, also ich hab ja auf. Ich hab noch nie gehört. Neben. Ja. Wenn ich jetzt auf High gehe oder Ultra gehe mit dem Spiel, ne? Ja, hab ich Very, Very High. Ja, dann bin ich auf 30 und dann kann. Nee, kann ich nicht, oder? Ich hab Very High auf 60 Grad, hab ich übrigens nur noch. Komischerweise. Ja, ich hab 60 Grad, aber ich nehme auch gleichzeitig auf und alles, ne? Ja, okay. So, wer von euch hat die Armbrust? Papa. Ich hab 6 Pfeile. Ja, aber hoffentlich sind's die, weil. Ja, das sind die Aluminium, die brauchst du. Ja, die hab ich dabei. Da ja. Steht's. Ja, und die gehen? Die gehen, ich seh's doch. Warum kann das nicht reintun? Keine Ahnung, weil die bei mir haben sie auch gepasst. Bei mir gehen sie nicht rein, Markus. Ich hätte Waffe. Juliane. Juliana. Tatjana. Tatjana. Nein, das so heißt mein Ex. Ach so, du hast ja so viele. Also die 59,9 FPS, die bewegen sich keine Millimeter, als wären sie ganz stark. Wo bist du? Warte, ich komm hoch. Oh, Häusle. Oh, fett Nebel. Ja, ne, so müsste es immer sein, das Ding mit dem Nebel. Weißt du das? Dann schmeißt. Das wollten sie gar nicht wegmachen, finde ich. So ein leichter. Bin schon. Dann hast du einfach. Dann sieht das nicht so komisch aus. Hast du geschossen, du Idiot? Nein. Natürlich hast du geschossen. Nein, hab ich nicht. Doch hast du. Ich hab nicht geschossen, Mann. Ich schieß dich gleich ab. Ja, so ein leichter Nebel. Genau, dass du nicht dieses Aufploppen siehst, die kahle Wiese. Ey, mein Herz. Richtig. Weil das macht ja auch ein bisschen gruseliger alles, wenn es ein bisschen so diesen Schimmer gibt, diesen Schleier da. Ich schreibe ihm mal. 9 Millimeter. Also bis jetzt haben sie ja wirklich alles gesehen. Bis auf das Kriechen! Haben sie vergessen. Wo? Ich kann das nicht, ich habe es verlernt. Was heißt denn Englisch in Griechen? Was heißt denn Griechen in Englisch? Da hinten. Was heißt denn Griechen in Englisch? Brauche ich immer die 223er? Fuck you? Nee, was heißt Griechen in Englisch? Gibt's nicht, ne? Weiß ich nicht, du bist Englisch. 223er. Pack ganz rein. Guck mal, ich sehe hier, Markus, komm mal her. Ja, dann nehme ich die ganze Waffe mit. Das ist ein 8. Da liegt irgendwo im Bett. Liegt was. Warte. Ich erkenne die, ich sehe nur die Schrift. Die hören einfach nicht zu. Ich untersuche gerade Hosen hier, aber. Egal, dann ist das jetzt meine Waffe. Hast du alles untersucht? Ja. Ich ist ja nur ein Mini-Haus, ist ja ein kleines Hexenhaus. Wow, wo bist du? Keine Wölfe. Mülltonne vielleicht nochmal, mach ja. Mal auf. Fett Pappe. In dem anderen. Blaue Tonne, du, fett Pappe, du. Hast du jetzt geschossen? Nein. Alle geht das? Schüsse. Ja, das ist der Bug wieder, Mann. Schon wieder, ich hasse es. Bei uns nicht, wenn wir einmal schießen, ne, dann geht's los, gell, Mann? Ja, deswegen schießen also, wir nicht. Wir dürfen nicht schießen, wir müssen wegrennen. Da ist eine 9mm Pistole, ich weiß nicht, ob du da jetzt was hast. Hier fehlen ein paar Bäume, weißt du was? Ja, aber es gibt ja auch mal Wiesen. Ja, die Pistole habe ich ja schon. Aber durch die Nebel. Ja, nee, ich dachte, die Zimmer ist drin oder so. Nicht, weißt du? Na, richtig. Und vor allem sieht es irgendwie cool aus, wenn diese Sonne da durch die Nebel. Das heißt, wir müssen hier lang rennen. Oder? Ja, das stimmt. Müsste vielleicht sein, leichter Nebel. Weil jetzt laufen wir von da unten weg. Das auch, glaube ich, H1. Hat ja auch mal diesen leichten Nebel. Sagen wir mal so, du kannst halt viel damit verschleiern, ne? Das ist dieses freie nachher. Das finde ich aber gut. Richtig. Dass man nicht gleich erkennt. Ja. Der richtig dicke Nebel ist mir gefährlich, weil da siehst du den Schatten von den schwarzen. Ja, ich werde ihn mal anschreiben. Das ist immer so ein leichter Nebel. Das sieht einfach geiler aus. Dann sieht das, weil dann siehst du von weitem nicht gleich die Menschen angesprungen kommen, weißt du? Es sieht erstens geil aus. Und zweitens, bedrohlicher halt. Ja, und zweitens kannst du auch, wie gesagt, dieses verschleiern, was weit vorne ist, also dass sie sich aufploppen, dass das dann weg ist. Die Sonne, wie die da durchkämpft durch den Nebel, finde ich nicht gut. Ey. Richtig. Auto? Markus? Auto? Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht höre ich es beim Julian oder so. Ja, ISO da ist Dauerbestrahlung wieder. Okay. Was ich bin's? Ja, du hast also einen Dauer. Misquadet spielen bedeutet ein, zwei Jahre von meinem Leben abziehen. Warum? Nur durch unnützige Rumpfeifen, rumbeißen an den Chips und. Ich mach doch gerade gar nichts! Autosimulation, ja, irgendwas hat jetzt gebrummt ganz laut da drin. Das höre ich die ganze Zeit auch, also kann ich doch gar nicht sein! Ich sag dir die ganze Zeit schon, da brummt die ganze Zeit okay, immer. Okay, sei mal kurz ruhig, Marcel. Ja, er hat einen Dauer schneller bei sich drauf. Auf den Dings, der ist. Das ist das Problem, Marcel. Ich sehe dich, ich habe einen zweiten Bildschirm. Du kannst es nicht leugnen. Ich leugne es aber. Ich komme gleich runter zu dir.
Naja, also gleich ist schon. Ich hole die Leichen runter bei dir. Ich komme gleich runter zu dir. Na, wenn du es gut machst, wirst du bezahlt dafür. Oh. 83 Euro Stundenlohn. Blowjob. Oh. Ja, oh, den krieg ich auch noch. Oh, den kriegst du auch noch. Wenn umsonst anbietet hier noch. Achso, nee, den krieg ja ich noch. Also wenn alles so wenn die Schniedels alles so schön sind wie bei Conan, dann gerne. Dann würde ich sogar mitmachen. Umsonst. Dann würde ich sogar Markus noch einbezahlen. Nee, weil du mein Vater bist. Die gefallen mir, die Dinger, die glänzen, die schwanken auch so, wie ein Dildo baumeln die rum, so richtig schön elastisch so. Ich nehme keine Frauen. Also, das heißt, Sammy, Marcel und Julian, es ist nur ein bisschen wenn wir mal auch Conan spielen sollten irgendwann. Es ist nur ein bisschen Neid. Und wir sehen. Baumelt halt mal nicht. Was genau. Ich habe es früher gesagt, er ist so kurz im Baumeln. Genau, und wir sehen nachher einen, also nicht zu Mann. Mir. Dort rumrennen, der rosa Höschen trägt und rumhüpft, das ist dann Sammy. Na toll. Hallo, nackt? Ja. Ach so, weißt du, ja, okay, aber Röschen. Schon Röschen, ja. Rosa weißt schleichend du, dann rum. Dann regst du dich auf, warum ich so pervers bin. Ja, jetzt weiß ich auch, woher ich habe. Ja. Ich mag einfach die Animation von Conan. Wie der Vater so der Sohn, oder? Nein. 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 Er mag nur, wie das Ding hin und her schwingt. Ja, wie ich wieder wahrscheinlich auch tagtäglich im Bad und guckst sie selber an. Markus, du sagst doch selber, immer bei den richtigen Filmen fehlt, dass man bei den Bankraubfilmen zum Beispiel fehlt, dass einer auf Klo mal muss oder so. Ich dachte, dass das Ding rumschwimmt, hey, schwenkt. Große Eier mit dem zugehörigen Seil. Ja? Du weißt aber schon, dass das Ding aufgenommen wird, oder? Deswegen? Das Ding hat er ja auch gerade Seil gesagt, nicht. Eben, Seil. Was, weil seiner so dünn ist. Seil! Sag es! Seil! Sag es! Dünnes Seil. Oh mein Gott, ey, oh Mann. Das sieht nur so aus, als er so lang ist. Ich sollte zu Tanja Semi, ne? Gelandet, echt, ey. Oh, links drüben. Links das, drüben. Also, kann ich nicht reden und zu Tanja laufen? Links drüben. Ich kann doch reden und zu Tanja. Ja, aber links, der Hausbewohner kommt. Was für ein Cousin hast du überhaupt? Was für eine coole Familie? Was baumeln sehen bei ihm? Wo bist denn du? Da wüsste ich nämlich, ob das Männchen oder Weibchen, ob ich es begatten kann oder nicht. Vielleicht ist es ein Weibchen. Ja, ach so, ja, dann bauen wir auch nicht. Und dann gehe ich mal hin. Ich mache mal noch ein Herzlich. Ich hoffe, hier steht ein Auto oder so. Also Brüste hat er ja. Oder hat sie. Aber die wackeln nicht. Das, ich habe ja alles. Das sind Muskelberge. Ja. Ich habe sie über Öl. Steif geworden, da muss ich ja. Aber die sind nicht. Also meine Sippis wackeln, du. Wir hören aber weit, du. Ja, das ist normal. Ich habe Angst. Bist du hinter mir? Nee, ich bin in der Garage. Du sollst hinter mir sein und nicht in der Garage. Ja, sie ist bei Sultan, ne? Ja, Sultan war sie. Ja, dann lauter Leute rum. Ja, wir gehen jetzt auf Prince Case erstmal. Also ich weiß noch, wo das Spiel so langsam lief, weißt du, am Anfang, wo wir es gezockt haben. Ich weiß es doch. Ich hab doch mal so einen guten Computer gehabt und dann so ganz schlecht, ey. So wie Ark. Richtig, also die haben schon hier... Du doch beim Namen. Eben, und ich muss sagen, die haben schon gute Sachen bis jetzt gemacht hier. Ist es top? Ein potenter Rechner, schau, ich sag ja 60, 59,9. Das regt sich kein Millimeter. Ist da oben, also das festgefroren. Zum Beispiel wie bei Liveless zum Beispiel, da kommt ja gar nichts irgendwie. Das ist ja. Ich hab's dir deinstalliert, meine. Du willst im Augenblick nicht sehen. Braucht ihr mal die Small Mega Light? Nö. Doch. Kann man sich auch eine MG. Markus hat eine MG. Kommt nichts mehr, Sammy gerade hier? Nee? Okay, weiter. Wo hab ich jetzt hingetan? Jetzt ist sie weg. Ja, dieser leichte Nebel ist optimal. Also da fällt das gar nicht. Langsam. Ja, aber da fällt das nicht auf, dass du auf dem Bergplatz nichts mehr siehst. So. Richtig, sag ich doch. Hier steht doch normalerweise immer ein Auto. Von normalen Nebel bis zum kräftigen können sie ja immer wechseln. Das ist ja nicht so in den Militärdingern drin, ne? Das können sie ja ruhig machen. Richtig. Dass zum Beispiel noch stärker wird. Aber so ein leichter Nebel muss immer bleiben, finde ich. Ja. Warst du da schon drin? Sieht einfach authentischer aus. Dann siehst du nicht diese leeren Flecken manchmal, wo noch keine Wiese drauf ist. Richtig. Wo er es aufbaut, wenn er zu weit läuft. Die Menschen siehst du auch ein bisschen schwieriger, weil du siehst ja oftmals, dass sie schon über den Berg kommen. Ja, das sind ja schon Millionen von Kilometern. Hier, wo lang? Also du redest mittlerweile so viel wie eine Frau. Fällt mir gerade richtige, du.
Fällt mir gerade mal so auf. Wer heute du, Semi? Marcel? Nö. Ach so. Mein Vater. Wo ist dein Vater? Mein Vater redet zu viel. Wenn du jetzt durch die Bäume läufst, die bewegen sich, ne? Ist so, war das schon immer so? Hier? Das Fahren? Ja, ja. Hast du gesagt nein? Was hast du immer gedacht denn dann? Ja, jetzt kam das halt, ne? So. War nicht jede Blume. Ah, okay, guck. Doch. Das nicht. Okay. Aber es kratzt. Hier fehlt noch ein bisschen Unterholz hier, ne? Hier auf dem Boden. Ja, die Bäume. Genau, die Bäume sehen aus wie reingesteckt. Ach. Hier sieht's ja ein bisschen. Weißt du warum? Weil die Steine nicht hoch sind, ne? Die sind einfach drauf, ne? Ist eine Platte, ne? Naja, das ist einfach halt nur so eine Grund. Über eine Eisenbahnanlage. So geschmuten. Richtig. Dieser Metalldamm, wo aus die Steine, weißt du? Ja, die Steinchen hier, die sind ja draufgesetzt worden, hier. Die sind hier drauf, da sind sie schon so weit gekommen. Der andere. Deswegen lassen wir sie nicht kriechen. Damit man sich erkennen, dass es ganz flach ist. Ja, aber man muss doch zugute halten. Ja, man muss trotzdem zugute halten, dass der einiges macht hier. Also wenn wir das damals vor 20 Jahren gesehen haben bei Toy Jim und R, wir wären ja tot umgefallen, wenn wir das gesehen hätten hier. So schlecht ist das hier, der Scheiß hier. Aber wir hätten ja gedacht, es wäre echt. Wir hätten es viel besser versetzen können damals. Ja, also nee, Base? Passt schon alles. Ja, wir fliegen alle Dinge. Wir lassen die Base, ne? Da oben sind schon Dings hier. Da fliegen irgendwas. Was Kleines. Ja. Wir lassen die Base. Gibt's hier ein Auto? Ja, keiner muss in die Base rein. Also wir es eine Mal. Gucken wir mal. Ja, sind nicht rausgekommen, wurden abgeknallt. Base ist immer schlecht. Ne, sieht man nicht danach aus, als würde hier ein Auto stehen. Hier müssen sie Schatten so ein bisschen machen. Hier. Ja. Der Schatten fehlt. Das sieht aus, wie wenn sie fliegen würden, die Bäume hier. Ach, für die Kritisierung mit anspielen. Natürlich kommen dann andere. Was hat der hier drin? Andere Spiele, die halt von vornherein schon weitaus fertiger sind, ne? Conan. Ja, zum Beispiel. Kollisionskurs. Aber wie gesagt, man muss halt gucken, wie weit sich das entwickelt. Ich meine, Ark zum Beispiel, finde ich, hat sich bis heute noch nichts geändert, großartig. Es ist immer dasselbe. Es kommen tausende von Mods, tausende von Tiere. Updates von Tiere rein, aber. Du kannst ja keinen Meter laufen, ohne ein Tier zu begegnen. Richtig. Wo auch böse ist mit dir, ne? Also es ist ja nicht so, du bist ja mehr am Rennen wie alles andere. Ich weiß gar nicht, wie die Leute so weit craften können dort. Richtig, aber weil du bist Performance. Ja nur am Abhauen. Also es geht, also meine Frau und so, die haben schon mal gezockt das Spiel, und zwar einige Zeit lang. Ja, haben sie auch gut hochgeladen. Haben sie vorher vernichten müssen, damit überhaupt spielen können? Das ging schon, also wie gesagt. Vor allem, verlässt an das Interesse an dem Spiel, wenn du alle zwei Meter einen Dinosaurier ziehst. Da ist ein Bus! Oh. Und wieder ein Spieler. Schon wieder ein Spieler, also bei Sultan haben sie auf jeden Fall mal. Nochmal ein Spieler. Wenn wir Sultan ankommen, haben wir nochmal keine Spieler. Waffen mehr. Also sieht ganz viele Spieler, sieht sie. Ganz viele. Spieler. Oder es sind immer die gleichen? Nee, es sind schon andere. Spätestens wenn wir dort sind, Markus. Warum geht sie nicht einfach raus? Warum müssen wir eigentlich nach Sultan, Markus? Ja, wo soll ich denn hinlaufen? Ach so. Weil, weißt du, ich möchte ungern da rein, wo 30 Leute sind. Okay, kann sie zu zu was ist Case drin? Kommen? Kannst du Print Kiss? Die Tankstelle ist auf meiner linken Seite. Da machst doch du alles rein. Ich brauch Diesel. Ach, scheiße. Das finden wir bestimmt da. Ja, die Tankstelle ist links. Oder kann auch rechts sein. Wo muss ich laufen? Linke Seite oder rechte Seite von Tankstelle? Also, wenn du auf der Straße laufen würdest, müsste die Tankstelle rechts sein. Ich kann nicht mitnehmen? Nee, ich könnte es nicht mitnehmen, glaube ich. Von da kam ich her. Nicht gucken. Ja, ich dachte, dass das bei Sultan nicht so viel los ist, aber dass du sagst, so viel los. Wir sind halt jetzt kurz vorher. Wir würden dann im Prinzip. Also die Tankstelle müsste auf der rechten Seite sein, Mann. Richtig. Ich laufe im Gebüsch weiter. Ja. Richtung euch dann. Richtig. Sammy, entweder schwimmen wir rüber oder wir gehen nach Sultan und gehen über die Brücke bei Sultan. Über die Brücke. Ich schwimme nicht mehr. Okay, dann hast du aber das Problem nachher, dass wir bei Sultan die 1000 Menschen angreifen. Fuck. Ja, aber ich will weg von Sultan. Sie wird da drüben irgendwo herkommen gleich. Ja, dann gehen wir rüber. Du gehst zuerst rein. Unecht. Was denn echt, was auch schwimmen? Mit so viel. Da drüben ist doch schon die Brücke hier drüben. Ja, eben, das ist Sultan da drüben. Und da willst du durch Sultan durch? Ist es durch Sultan durch? Ja. Ach, da musst du blub. Wollen wir sich laufen? Wie gesagt, die Straße muss jetzt bei dir auf der linken Seite sein. Ja.
Okay, oh, okay. Und da läufst du immer die Straße lang. Also an, ich auch an, keine Innereien? Achte auf den Bist auf du Leben, den Bus ne? gerannt? Ja, bin ich gerade dabei. Echt, ich hab gar nicht drauf geachtet. Was war das jetzt für eine Anzeige? Ach, das H2O. Ich füll mal schnell die beiden Flaschen voll, Feder Tanja. Oh, pinkel nicht rein, verwechselst dann. Oh, hab reingepinkelt. Also Richtung Pinecrest, oder wie? Ja. Da kommen wir auch gerade hin. Ja, dann müssen wir leider ohne Bus fahren. Ohne Bus gehen. Ja, fallen wir doch nur auf, gerne. Okay. Ja, es ist aber geil mit Bus fahren. Ja, aber wenn du aufhältst, hast du auch nichts davon. Eben. Nee, das nicht, aber du bist schneller unterwegs. Und schneller tot. Und schneller tot vielleicht. Eventuell könnte es sein. Brauchen Essen, ne? Ja. Also wir gabeln hier gleich jetzt Tanja auf, die kommt jetzt irgendwo gleich in der Ecke rumgerannt. Aber du hast gerade schießen, wenn wir einsehen. Ja. Da ich meine Frau leider als Mann nicht erkenne. Wieso, der hat auch so ein Ding rumhängen. Das ist ein blaues Zelt, ne? Oh, da haben die was aufgestellt, Markus, guck mal. Ja. Dann sehen wir rennt da gleich hin, so für Freude. Juhu. Also in Richtung Pinecrest müsste ich jetzt rechts ab, links abbiegen. Ja. Hast du die Kerze angemacht, Markus? Mhm. Das ist richtig, oder, Markus? Ja. Hier, warten wir auf die, Markus. Wo bist du? Da, warte. Okay. Guck mal schnell rein, Sammy. Ich bin in der Straße. Nichts drinne? Ja. Eine Base auf der Straße. Ja, ja. Sammy, hier liegt schon alles, hier, Sammy. Hä? Hier liegt schon alles. Wolfmet und alles, ich hab schon was geholt hier eben. Ich auch? Halt fährt Blinder vor allen Dingen hier, ey. Liegt das draußen oder was? Hey, der hat's geil gemacht, Schatz. Guck mal hier. Die Feuer und alles. Warum kugelt denn das so eine hier so? Das brennt die Kerze, die brennt richtig lichterloh. Guck mal hier, was eine Kerze ist. Mushroom und Animal Fett habe ich mitgenommen. Verdammt. Okay. Sind wir schnell weiter, Sammy? Die eine Kerze, die brennt ja lichterloh im Zelt. Ich glaube, das Ding brennt leider. Du hast gesagt, jetzt kannst du nach Prinzenquest. Ja, Prinzenquest, genau. Prinzenquest. Wusstet ihr eigentlich, dass es Höhlenbunker hier gibt? Ja. Oh. Voll geil. Wusstet ihr, dass es ein abgestürztes Flugzeug gibt? Ja. Habt ihr auch schon welche gefunden, ne? Ja. Wart ihr auch schon in welcher? Ja. Auch in der Höhle? Ja, wart ihr in der Höhle? Höhle, Mann, Markus und Speed. Ist Tanja oben an dem Ding? Was, Markus an der Tankstelle oben? Sie ist jetzt rechts abgebogen hier, ne? Links. Ich kann hingucken. Geh mal nicht so weit, wir sehen nicht, da ist die Straße. Ja, und? Da ist die Base, ich bin nicht an der Base an der Straße langgelaufen. Markus in Speed, will ich das? Bin da auf der Straße wieder. Also ich war wieder eine Abzweigung hier. Markus in Speed. Sammy, geh mal da rum, zu einem schnellen Haus hin, da, Sammy. Ah, da ist die Tankstelle. Wie vor der Tankstelle, Markus. Okay, alle sind so schnell gewesen, du. Was ist denn da los beim das gibt's ja gar nicht, du. Vögel der Unspiel gleichzeitig. Na, schön wär's, wenn ich sowas mal kriegen würde. Das ist ja dein Problem. Schon wieder ist mein Problem. Auf immer mein Problem zu sagen. Und Tanja, halte ich einfach, bei der. Einfach parken, Ding auf erstmal. Geparkt werden. Tankstelle, oder? Wer will geparkt werden? Deine Frau. Die sagt immer nein, wenn ich will. Also, die merkt immer eins: Seine Frau immer das Gegenteil. Immer wenn sie nein sagt, meint sie ja. Also, ja, dann krieg ich Ärger. Nein! Dann geht's so wie der Japaner finden. Ja. Ah, das ist die große Base, Sammy, da hinten. Ich hab dich verloren. Einfach hier raus ist Busch. Also ist ja gleich alle in Pinecrest, gell? Ja, da ist die große Base, Sammy. Wo ist Tanja hier? Nach der Base. Tankstelle. Achso, sie ist auf der anderen Seite drin. Das heißt, wir müssen jetzt hier rüber. Okay. Wo ist der Nebel, wenn wir ihn brauchen? Papa, ich komme erst Dienstagmorgen vorbei, gell? Nicht erst Montag. Nee, ist doch okay. Montag weiß ich ja nicht. Ja, Montag wollte ich ja eigentlich kommen. Das ist auch okay. Aber das ist ganz normal, Marcel, dass dann die Frauen nicht mehr wollen irgendwann. Ja, ja. Oh, das ist auch, nach 5 Monaten, das ist doch scheiße. Ja, du sei froh, andere hören es erst nach 10 Jahren. Eben. Oder 20 Jahre.
Ja, ich wollte noch ran, hab keine Zeit zum Zocken. Ja, ich wäre froh, wenn ich mal bekommen würde. Was, wenn du? Wenn ich Sex bekommen würde, ich wäre froh. Alter. Ich wäre der glücklichste Mann dieser Welt. Ah, ja, aber so denkst du zum Beispiel, weißt du? Ja, andere denken so anders. Ja, andere, ich will nicht andere. Du musst, ich Markus, bin selbst. Markus, ja? Du musst immer dran denken. Wir sind im Feinkreis. Wenn du Sex haben willst, sie mit dir schlafen muss und nicht sie mit sich selber, ja? Eben. Ja. Ja, eben, das ist das Problem. Du hättest ja gern Sex mit ihr, aber sie muss mit dir Sex haben. Ja? Also versetz sie mal in ihre Lage, ja? Jetzt erst so überleg so, Patrick. Eben Patrick so. Das Gehirn so schrumpelt. Oder jetzt wie das Faultier von dem einen Film hier, so irgendwie die eine. So. Nein! Was? Schießt jemand? Bleib weg. Bleib weg, Markus. Markus, wir müssen retten. Komm, schieß meine Frau ab, Markus, komm. Warte, ich komm auch, warte. Markus, komm. Warte, wo bist du? Ich renn. Mach mal wieder Zickzack-Rennen. Die kommt auf der Straße entlang, Markus. Runter mit dir, los. Komm, er hat nur ein Messer, Markus. Ja, komm. Ich komm. Bleib auf der Straße. Ja, wir sind bei der großen Base. Rennst du zu der Base? Wir sind bei der Base gleich. Komm zurückgelaufen, Schatz, zur Base. Ich seh die Base. Ja. Wir auch. Ich versteck mich hinter der Base. Lock ihn an. Okay, komm, schnell, wir gehen auf. Rechts rum, links rum, wie rum. Ja, an der Base. Rechts rum. Ja, ich komm nicht, da steh ich. Du läufst über die Straße, dann kann ich sie ab. Ich komm jetzt. Lauf vorbei, lauf einfach vorbei. Links rum von der Stelle. Lauf einfach vorbei. Ja, ich muss mich dann umlegen. Dann. Da läuft's. Okay, los. Okay, komm rechts rum am besten. Die holen uns. Du bist der okay. Vordere, ne? Ja. Ja. Rechts rum. Ich sag, die holen uns jetzt alle, sagen ja. Also, ich komm rum, rechts rum. Okay, komm, die holen lauf uns mal, jetzt. Lauf rings rum. Markus, komm von vorne. Die sind irgendwo eine Base. Wo ist die Base hier? So, ja. Der ist weg. Ha! Motherfucker! Und ich hab einen Rucksack, hey, wie geil. Strike! Du blutest, Tanja. Ja. Wo sind die denn? In Base? Besser? Aber wenn jetzt vielleicht zwei Typen sind... Alter, ich hab jetzt null Schuss, du. Alles vergeudet gerade auf den Typen, nur. Seid ihr oben an der Tankstelle? Wie kann ich das? Nein, machen? Noch nicht, wir sind runtergerannt wieder. Geh mal kurz in Richtung Sultan. Bei den Shops. Der hat da irgendwas drin in der Tüte, guck mal rein. Ja, ihr seid beide dran, deswegen. Habt ihr Bandagen, um euch zu verbinden? Beeil dich aber, Sammy, beeil dich, ne? Ja, ich beeil mich. Also, wir sind jetzt beim großen Einkaufscenter. Ihr müsst weiter weggehen. Ich bin doch schon voll weit weg. Wo seid ihr denn? Bei der Tankstelle, weiter hochlaufen und dann läufst du weiter runter. Geht nicht, Markus, ich kann dich nehmen. Bist du zu schwer oder sowas? Wir sind mitten, Ding, du kannst von ihm aus nicht nehmen, also nicht essen, nicht trinken. Also geh du mal ran, Markus, komm. Wir sollen weiter runterlaufen. Ja, sie kann auch Rucksack nehmen hier. Ja, nimm den Rucksack von ihr. Ja, ich will ihn ja gerne nehmen, aber ich konnte Entschuldigung. Ja, Sammy ist ja so Loot-König hier. Ich habe einfach nur Hunger gehabt bei 12%. Also, oben ist die Tankstelle. Wenn ich euch hab, ich kann euch Essen geben. Ich bin oben im Inventor. Nein, ich bin drinnen, Markus. Ah. Ich kann nicht raus, ist gut. Hier drüben ist ein Loch, Markus. Ist er draußen? Siehst du sie irgendwo sitzen? Ich krieg den Rucksack nicht, wieso krieg ich den nicht? Also Markus, wir sind jetzt bei der Tankstelle. Du musst die Sachen vom Rucksack erst wegpacken. Ja, keine Ahnung, warum das ist. Ja, okay. Brauchen wir Autosachen? Nein. Damit beeil dich. Autosachen haben wir alle. Also wir sind jetzt bei der Tankstelle. Der wird abgelegt. Ja, Marcel, wir sind weiter runter. Ja, was heißt weiter runter? Okay, rechte Seite oder linke Seite? Also nicht Richtung Bridgemore, Richtung Blindcase, sondern Richtung Sultan rüber. Und jetzt nochmal von vorne. Ach so, die andere Seite runter. Ah. Also hier, okay, jetzt geht's hin. Ich kann nichts raus tun, Markus, irgendwas stimmt mit dem Rucksack nicht. Pass auf, Tanja? Du hast eine kleine Hose an, ne? Warte. Ja, sie macht anders, okay. Jetzt nehmen wir einfach den Rucksack. So. Nehmen, warte. Aufklicken, wo siehst du? Siehst doch den Rucksack bei ihm. Genau, sie hatten jetzt. Okay, mehr brauch ich abdüsen, nicht. Los. Keine Sachen, die du brauchst oder sowas? Okay. Nein. Ich geb dir schnell eine Waffe, Schatz. Achtung. Komm her. Also vorne auf der Straße steht jetzt ein Base. Ja, richtig, und nach der Base sind wir. Gerade hinten dran sind wir. Die sind ringsherum gerade. Wisst ihr, ob da einer drin sitzt? Hast du sie? Ja, also und weg. Okay, Tanja. Ich geb dir schon auch noch was. Ah, ich sehe euch, glaube ich, ja. Hast du eine Essen für Markus? Ich hab eine große Hose. Ich hab eine große Hose für sie. Hab ich auch dabei. Bitte schön, Tanja. Große Hose. Hat jeder eine große Hose? Ja, das sind wir, ja. Okay. Wer schießt? Niemand. Nein, ich nicht. Oh, warte, dann steh ich halt die Waffe da weg. Da ist doch jemand, haut doch jemand. Hallo. Also, Julian.
Ja, dann hör mal auf mit dem Scheiß. So, ich höre das Ende hier. Das nervt mich. Wir haben doch gesagt, wir kommen doch. Ja. Wieso ballern die hier wie die Blöden? Das ist normal. Du hast selber noch zu mir gesagt, das ist ein Bug. Also, ja, aber also eben, weil den habe ich eben auch gehört, den Schuss. Ich auch. Ja, und das ist der Bug, den haben wir da letztens auch erst alle gehört schon wieder. Hat mir jemand was zum Essen und zum Trinken? Ja, warte, hier, Tanja. Ich hänge hier gerade fest. Achtung, Tanja. Lieber auf der Straße. Ja, warte, dann. Ja. Ah, ja, hier. Braucht sonst noch jemand was zum Essen oder Trinken? Nee, Markus vielleicht noch. Trinken noch. Tanja noch hier. Ja, hier, ich bin hier. Tanja, warte. Hinter dir. Nehmen. Und das hier. Deine rote Mütze weg. Trinken. Warte, Zu trinken, ja, hab ich auch noch. Ja, gut, macht ihr. Danke. Okay. So, fertig? Ja, fertig. Okay, wir sollten schon neues was zum Essen holen. Ja, braucht ihr noch was? Haben? Ich bräuchte was und Sammy braucht was, trinken was. Stimmt, ja. Ich hab genug, ich bin hier. Markus. Julian? Okay, ich bin hier. Julian, Alkohol? Ah, okay. Ja. Der hier, also. Julian, Alkohol? Ja. Nee, der hier bin ich. Okay, danke. Ich quest noch schnell. Da komm mal kurz hierher, weil ich weiß nicht, ob das. Bist du, Markus? Ja. Also, fertig, Achtung. Ich wurde angeschossen. Ich auch! Ja, er schießt den Mann dann weg hier. 10% Leben. Renn! Ich hab gehört, also ich hab's gewusst, dass hier einer schießt. Ja, ja. Links, weg. Aua, au. Alter! Rennt! Ja, ich renn. Ich bin tot. Alles klar. Du bist tot, oder? Ja, ich bin tot. Ich bin auch tot. Oh, Sammy, hier alle sterben, sie eben, die fliegen, du. Du rennst noch, Sammy, super. Ich bin neben dir. Okay, ja, ich haut mich denn? Nein, niemand haut dich. Wir müssen die Leichen beschützen. Ins Haus, Markus, Haus. Ins Haus, ja, gerade. Ich bin auch hinter dir. Blutest du, Sammy? Nein. Okay, ich auch nicht. Getroffen. Ja, ich nicht. Auch nicht, super. Wo war der? Haus, Markus, Haus. Der war direkt hinter uns. Ich bin nicht tot, Sammy, ich bin nicht tot. Dann komm mit, Markus. Ich bin hinter dir. Scheiße. Ich höre jemand hinter mir. Lauf. Nein, hier lang. Okay, weiter. Ja, der ist direkt hinter euch gewesen. Markus, komm. Ja, ich lauf mit. Hier rein, hoch. Hier rum. In das gelbe Haus, ne? Ganz hoch, ja. Das gelbe. Ja, Marcel ist hinter uns. Ich bin direkt genau hinter euch. Gelbe. Ja, wir sind da. Komm doch. Und rein. Hoch, gleich, kein Lot, nix. Hoch. Oder gleich unten stehen bleiben. Nein. Oder oben? Ich würde eher oben hin, oder? Nein. Markus? Ja. Du entscheidest. Ich hab mir gerade Essen geholt. Dieser Penner soll herkommen. Ja, ich hab nee, der Achtung, er kommt. Vorsicht! Ich hab das Ding auch. Ich glaube, ich komme zu dir, Sammy. Wir bleiben zu dritt. Dass wir alle drei gleich schießen können. Ja, und dann schießen wir uns gegenseitig weg. Nein, du musst. Nein. Vorsicht! Vorsicht! Warte. Sammy, du bist da. Marcel? Ja? Ich bin unten, ich duck mich. Ich bin unter euch. Einer muss über mich stehen. Ja, ich bin über dich. Über dir. Ihr könnt auch alle drei hinter dem Tisch sitzen hier, hinter dem Tisch stehen, ne? Ja aber kommst du nicht weit. Wenn der da hinten, da kommt er und tötet uns alle. Achso. Die Escorts. 25%, ey, scheiße. Was für ein Wichser, Mann. Ich lad mal kurz, ich tu mal kurz was machen, Markus. Ja. Molotov-Cocktail. Ah, ich konnte dich zu Ende führen. Scheiße, Alter, das gibt's nicht, da. Wenn wir den Typ haben, müssen wir hinter zu unseren zu den Leuten rennen. Damit ja, der lootet die schon, da brauchst du keine Sorge haben. Ja, weil nicht. Das ist jetzt alles weg. Ja, das ist leider vorbei. Was soll ich jetzt machen? Den Typ killen und alles mitnehmen? Ja, das schon. Aber der hat gut Waffen am Start, gell, weißt du? Ja, das habe ich schon gemerkt. Der hat einfach drauf losgeballert. Der muss einiges an Schuss gehabt haben. Mhm. Der hat ja aber alles rumgeballert, einfach so. Ja. Ah, yes. Scheiße!